Hallo und ein herzliches Willkommen vom Diamond Deluxe Hotel und Spa aus Siegen-Dodo. In den Facebook-Gruppen kommt immer wieder die Frage auf, wie sieht das eigentlich aus? Kann man zu Fuß vom Hotel aus problemlos in Richtung Shoppingläden laufen? Wie ist der Weg? Wie weit ist das und wie anstrengend ist das eigentlich? Jetzt ist es zwar schon ein bisschen dunkel, aber gut, das ist natürlich für diese Jahreszeit, wir haben gerade Anfang Oktober, ganz üblich. Es sind nur ein paar Meter. Ich nehme euch einfach mit, dann könnt ihr euch einen eigenen Eindruck davon verschaffen, wie es um den Weg beschaffen ist und was es da oben zu sehen gibt. Bis gleich mal. Man kann bis unten zur Dolmusch-Haltestelle laufen. Wer ein bisschen mutig ist und trittsicher, keine Angst vor kleinen Schlaglöchern hat, der kann auch die Abkürzung nehmen. Denn direkt neben dem Grundstück befindet sich vis-à-vis zur gegenüberliegenden Hotelanlage ein Parkplatz, der geschottert ist, auf dem aber je nach Witterung und Jahreszeit auch durchaus mal ein paar kleine Unwegsamkeiten überwunden werden müssen. Von diesem Platz aus kommt man direkt zu der Straße, die unten von der Dolmusch-Haltestelle zum Einkaufsbereich von Gündodo führt. Wir sind jetzt hier sofort an der Straße. Vor uns sieht man schon das Diamond Beach, die Außenanlage. Und man kann mit dem Bändchen, die man im Diamond Deluxe bekommt, auch in diese Anlage reingehen. Es gibt nämlich einen Eingang, der sich direkt hier zur Straße befindet. Das ist quasi für die Personen, die aus dem Hotel zu Fuß zum Strand gehen wollen, eine Ausstiegsmöglichkeit. Ich kann mal einmal schauen, ob wir da heute Abend noch die Chance haben, reinzukommen oder ob wir weiter den Weg hochgehen müssen. Das werden wir sofort sehen. Nee, da kommen wir heute Abend nicht mehr rein. Es hängt ein Schloss davor. Das heißt für uns, es geht den Hügel hoch, ein paar Meter, bis wir gleich oben in der Shoppingbereich sind. Bis gleich. Kurz bevor der Shopping-Wahnsinn beginnt, steht auf der rechten Seite Sun Garden an einer Außengastronomie geschrieben. Das Sun Garden ist nicht nur für die alle interessant, die mal was anderes als die üblichen Hotelgerichte essen wollen. Es gibt dort auch die Möglichkeit, abends Fußball zu schauen. Das heißt Champions League live auf großen Fernsehern mit Interessierten, die ebenfalls dahin kommen, um lecker zu essen und anschließend ein bisschen Fußball zu schauen. Immer mal ein Besuch wert. Das hat's gesehen. Es sind tatsächlich nur ein paar Meter, die man den Hügel hochgehen muss und man ist mitten in der Geschäftswelt. Ich nehme euch jetzt mal mit, zeige euch mit ein paar Eindrücken, was hier in den Geschäften alles angeboten wird, was man dort erwarten kann und wo man vielleicht um nettere kleine Schnäppchen feilschen kann.
Wäre vorhin das Gartentürchen offen gewesen, dann wären wir exakt hier herausgekommen. Und zwar aus dem Haupteingang des Diamond Beach, das sich oberhalb des Diamond Deluxe befindet. Von hier aus hat man direkt die Einkaufsmöglichkeiten vor der Tür. Es geht in die Passage rein und man kann sich direkt in den Bummelmodus begeben. Einfach ein bisschen shoppen gehen, ein bisschen schauen, den Abend genießen und das leckere Essen wieder von den Hüften bekommen. Ihr seht es am Hintergrund, ich bin wieder zurück am Hotel. Wir waren ein bisschen in Gelode unterwegs. Ich habe euch ein paar Szenen aus dem Ortsbild eingefangen, einen kleinen Überblick darüber gegeben, wie es dort aussieht, wo man shoppen gehen, wo man bummeln gehen kann. Ihr wisst es jetzt, es ist nur ein paar Schritte, es sind ein paar Minuten, die man laufen kann. Wahrscheinlich kann man auch den Dolmusch nehmen. Ich hatte ihn ja oben einmal fahren sehen. Auch der fährt oben durch Gelode durch, startet hier direkt vom Hotel. Aber selbst Fußkranke dürften wahrscheinlich in der Lage sein, den Hügel hochzukommen. Und wie gesagt, wenn man früher unterwegs ist, dann kann man auch die Abkürzungen durchs Diamond Beach Hotel nehmen und dann die zwei Stockwerke, die einem fehlen, mit dem Aufzug gehen. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend und schau mal, dass ich jetzt einen kleinen Absacker bekomme. Bis später mal.